Riese heißt der junge Mann. Und das war der Moment, wo ich Lukas Podolski seine eigenen Sneaker gegeben habe. Aber ganz von Anfang. Zuerst mal bin ich 4 Stunden nach Düsseldorf in das Glücksgefühle-Studio gefahren und dort wurde mir die Challenge gestellt, Glücksgefühle und Lukas Podolski auf einem Schuh zu vereinen. Und das Ganze wurde von einem Kamerateam begleitet. Glücksgefühle ist so ziemlich das größte Festival dieses Jahr in Deutschland, das Lukas Podolski veranstaltet. 14. bis 17. September auf dem Hockenheimring. Ich bin auch dabei, ich werde dort einen Stand haben, werde kostenlos Sneaker customizen, könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr dort seid. Das hier ist keine bezahlte Werbung. Den Schuh habe ich circa in 4 Stunden fertig customized, durfte dann noch auf der Couch unterschreiben, neben mir, Julia, anderen Größen. Dann ging es nach Köln, ins Hotel eingecheckt und dann auf eine Pre-Party. Natürlich mit meinen LED Air Force, man muss ja auffallen. Mal wieder viele coole Leute getroffen, Poldi natürlich auch am Start. Und auf diesem Event sollte ich Lukas Podolski die Schuhe übergeben. Noch den offiziellen Festival-Burger gegessen, geisteskrank. Und dann war der Moment gekommen, wo ich reingerufen wurde und Poldi die Schuhe im Namen seines Teams übergeben habe. Er hat sich auf jeden Fall mega gefreut, gelacht haben wir auch. Dann noch ein paar Bilder geschossen. Und so sieht der Schuh aus. Für spontanen Move. Schreibt gerne eure Meinung, wie ihr ihn findet. HDGDL.